In dieser Suppe schwimmt ein Haar, das ist ganz schwarz und stand vor Dreck. Denn die Köchin war heut vor der Arbeit auf dem Markt um Sekt, wo sie den Rauchbankierer traf, den sie ganz reizend fand. Und den gab sie, obwohl er vollkommen verrost war, ihre Hand und strich sich durch ihr Haar, dann war das Haar ganz verschmutzt. In der Küche hat die Köchin dann die Mütze nicht benutzt und sie hat Haarausfall, weil sie zu wenig Eisen zu sich nimmt. Jetzt ist wohl klar, warum das Haar so schmutzig ist und in der Suppe schwimmt. Und ihr Salat ist auch nicht clean, denn in dem Salat ist eine Raupe drin, die aß tagelang Radicchio. Deshalb ist ihr Kot auch rot und schwimmt jetzt neben ihr im Dressing. Und die Raupe, die ist tot, und die Toten haben auch schon einiges durchlitten. Sie wurden heute auf dem falschen Brett geschnitten. Doch vorher das Geflügel lag und so etwas zu zelten. Gut, denn jetzt klebt an den kleinen Gurkenstücken rohes Hühnerblut. Und deshalb sollte man diesen Salat nicht bestellen. Denn Hühnerblut sind Salmonellen. Und weil der Durchschnittsmensch nicht wirklich gerne Bauchkämpfe und Durchfall hat, verzichtet heute der Durchschnittsmensch wohl noch wieder auf den Salat. Und das Fleisch ist auch schon eher hinüber. Das gibt am Fleisch am Meister gegenüber. Der nimmt das mit der Kühlkette nicht ganz so genau. Und den ersten Gästen wird es schon im Magen flau. Zuhören hier das nichts sehr Schönes. Der Kellner hat sein Fieberbläschen auf dem Penis. Grundsätzlich ist so etwas nur ekelhaft und peinlich. Doch der Kellner hat sich nach dem Klo nicht